Diese Kinder warten ungeduldig auf den Beginn eines Mal-Workshops. In diesem Flüchtlingscamp im afrikanischen Tschad leben rund 18.000 Menschen, die vor den blutigen Anschlägen der Islamistenvereinigung Boko Haram aus Nigeria geflohen sind. Die Aufgabe für die Kinder lautet heute, ihre teils traumatischen Erlebnisse mit Buntstiften auf Papier zu bringen. Ein schmerzvoller Akt. Als uns Boko Haram angriff, standen wir vorm Haus. Sie gingen zum Fluss und erschossen die Menschen mit Schüssen in den Kopf. Die Erinnerungen an die blutigen Anschläge sind nach wie vor erschreckend lebendig. Sie haben einen Mann in sein Haus eingesperrt. Er konnte nicht mehr raus. Das ganze Haus brannte. Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, UNICEF, beschäftigt hier jeden Nachmittag nach der Schule mehrere hundert Kinder. Geboten werden Fußballtraining, Malworkshops und Häkelkurse. Die Flüchtlinge kommen aus verschiedenen Regionen und sprechen nicht immer dieselbe Sprache. Zur Flucht gezwungen ist ihr bisheriges Leben zerstört, eine Rückkehr zur Normalität derzeit unmöglich. Die Aktivitäten, die wir hier anbieten, sind Teil des Projekts Freunde der Kinder, mit dessen Hilfe die Kinder die Gräueltaten, die sie gesehen haben, verarbeiten sollen. Denjenigen, die traumatische Erfahrungen gemacht haben, bieten wir eine Gesprächstherapie an. Rund 140 Kinder sind ohne ihre Eltern ins Camp gekommen. Ob sie noch am Leben sind, ist nicht immer klar. Viele Kinder haben die Hoffnung, Vater und Mutter eines Tages wiederzusehen.